Das ist wirklich mal wieder frappierend. Zum ersten Mal wurde ein derartiges Bild von den Jets eines schwarzen Lochs gemacht und schon ist wieder alles anders als gedacht. Der Jet ist viel größer als vermutet und das stellt zumindest mal wieder einige Theorien in Frage. Und wie bei dem erwarteten Bild von Sagittarius A-Stern ist hier ein absolutes Riesenteleskop zum Einsatz gekommen, das alle Rekorde bricht. Jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Es war ein wirklich riesiges Radioteleskop nötig, um dieses Bild zu machen. Dazu wurden mehr als 20 Radioteleskope weltweit zusammengeschaltet und dazu noch das Weltraumradioteleskop Radio Astron mit einem 10 Meter Reflektor. Zusammen haben diese Teleskope, Achtung, einen Durchmesser von 355.000 Kilometern. Das ist nahezu die Entfernung zwischen Erde und Mond. Irre. Und die Aufnahme, die das Teleskop jetzt gemacht hat, ist auch absolut irre. Denn was hier zu sehen ist, hat das Forschungsteam absolut nicht erwartet. Es geht um das zentrale supermassereiche schwarze Loch in der Galaxie NGC 1275. Es befindet sich im Perseus-Galaxienhaufen in etwa 230 Millionen Lichtjahren Entfernung. Diese Galaxie ist als Seyfert-Galaxie klassifiziert. Das bedeutet, dass sie ein aktives schwarzes Loch hat, das sich derzeit von umgebendem Material ernährt. Dieses schwarze Loch befindet sich in der frühen Phase der Erzeugung massiver Jets und das Bild zeigt etwas völlig Unerwartetes. Zitat: Es stellte sich heraus, dass die beobachtete Breite des Jets deutlich größer war als bei den derzeit favorisierten Modellen, wo der Jet aus der Ergosphäre des schwarzen Lochs entsteht, ein Raumgebiet direkt neben einem sich drehenden schwarzen Loch, in das der Raum selbst zu einer kreisenden Bewegung um das Loch geschleppt wird, sagte der Hauptautor Gabriele Giovanni vom italienischen Nationalen Institut für Astrophysik. Auf dem Bild ist das Loch oben in dem grünen Fleck und der Jet ist alles, was er nach unten auswirft. Er hat eine Länge von, Achtung, 3 Lichtjahren und dürfte 1 bis 2 Lichtjahre breit sein. Und das ist viel breiter als bisher angenommen. Bisher sahen Jets ja in den Animationen und Grafiken der NASA zum Beispiel eher so aus. Ja, kurz zur Erklärung. Die Ergosphäre um ein schwarzes Loch ist die Zone, in der ein rotierendes schwarzes Loch wie bei einem Strudel im Wasser alles mit in seine Drehbewegung mitnimmt, auch den Raum. Nichts kann sich dieser Bewegung entziehen, auch wenn diese Zone noch nicht hinter dem Ereignishorizont liegt. Bisher war man davon ausgegangen, dass diese Zone die Quelle auch der Jets ist. Aber dieser Jet hier, der sieht ganz anders aus. Stattdessen, Zitat, könnte dies bedeuten, dass zumindest der äußere Teil des Jets von der viel größeren Akkretionsscheibe, die das schwarze Loch umgibt, ausgeht. Das sagt Tuomas Savolainen von der Aalto-Universität in Finnland und Leiter des Radio Astron Beobachtungsprogramms. Noch ist das Forschungsteam aber nicht sicher, was dieses Bild wirklich bedeutet. Unser Ergebnis entkräftet noch nicht die aktuellen Modelle, in denen die Jets aus der Ergosphäre gestartet werden, aber es gibt den Theoretikern hoffentlich einen Einblick in die Jet-Struktur in der Nähe des Abschusses, um die Modelle zu entwickeln. Das sagt Savolainen. So oder so wird man sich Gedanken über die Jets und deren Entstehung machen müssen. Ich bin auf die Ergebnisse sehr gespannt. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema schwarze Löcher und deren Jets und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet hier meine Telefonnummer bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video garantiert. Und zur Begrüßung, ja, da gibt es ein kleines Goodie. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der genau Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, das Rätsel der supermassereichen schwarzen Löcher. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.